Westfalenblatt, die Lokalzeitung. Arminia Bielefeld hat das zweite Testspiel im Trainingslager in Südtirol bestritten. 0:2 gegen den FC St. Pauli. Bei mir ist der Trainer Mitch Kniert. Wie fällt das Fazit nach so einem Ergebnis gegen einen Zweitligisten aus? Ergebnis natürlich nicht so gut, aber wenn man das ganze Spiel betrachtet und auch die Tore, dann sind die, glaube ich, ein bisschen hergeschenkt. Wir haben einen Elfmeter verschossen. Hätten auch 200 Tore machen müssen, meiner Meinung nach. Ich bin trotzdem mit dem Spiel zufrieden, muss ich sagen. Weil erste Halbzeit kamen wir nicht ganz so gut rein. Haben dann zwei Sachen umgestellt, wollten auch in der Halbzeit dann auf jeden Fall auch die Zweikämpfe führen, was wir dann in der zweiten Halbzeit gemacht haben. Ja, und ich glaube, das war dann halt auch Schlüssel zum besseren Spiel in der zweiten Halbzeit. Und deswegen bin ich halt doch zufrieden. Wie muss man so ein Ergebnis jetzt einordnen? Sie haben noch 3 Wochen bis zum Saisonstart. St. Pauli hat nur noch 2. Ist da so ein Unterschied dann auch zu spüren? Ach nee, also ich höre das ja immer ganz oft, diese 1 oder 2 Wochen weiter. Es war erste Halbzeit nicht ganz gutes Spiel von uns, das muss man einfach so sagen. Und dadurch, dass wir dann halt ein paar Sachen verändert haben, zweite Halbzeit, wie gesagt, bin ich zufrieden. Ist halt immer noch ein Top-Zweitligist. Wir sind Drittligist und deswegen kann ich das Ergebnis auch ganz gut einordnen. Am Sonntag geht es wieder nach Hause. Haben Sie jetzt auch erstmal genug vom Trainingslager oder wie fällt das Fazit aus? Nee, genug vom Trainingslager habe ich eigentlich nicht. Trotzdem bin ich noch wieder gerne zu Hause. Aber Fußball ist ja wie eine Sucht und ich freue mich dann schon, wenn die freien Tage zu Ende sind, dass dann wieder am Trainingsplatz in Bielefeld weitergeht. Wie geht es in Bielefeld dann weiter? Sie sprechen es jetzt gerade schon an. Wahrscheinlich kriegt die Mannschaft ein paar freie Tage nach diesen anstrengenden Tagen hier in Italien. Und was wird dann noch in Bielefeld bis zum Saisonstart auf jeden Fall im Vordergrund stehen? Ja, wir haben jetzt erstmal so die groben Sachen angesprochen, durchtrainiert und danach, ja, in der zweiten Saison kommt der Feinschliff. Also dann gehen wir noch mehr ins Detail, wollen halt Sachen noch genauer machen und das wird dann danach folgen. Können Sie ein paar konkrete Punkte nennen, woran die Mannschaft noch arbeiten muss? Ja, wir haben jetzt noch gar nicht im Bereich Standards zum Beispiel agiert und das wird auf jeden Fall dann auch in der zweiten Saisonhälfte ein großer Baustein sein, definitiv. 25 Spieler waren hier jetzt mit im Trainingslager. Wie viele Spieler können noch dazukommen? Wissen Sie jetzt nach dem Trainingslager eventuell mehr? Nee, der Stand hat sich nicht verändert. Wie gesagt, erstmal bin ich mit dem Kader, den wir jetzt haben, zufrieden. Ja, und alles Weitere wird dann Michael Mutzel entscheiden. Okay. Ist es auch denkbar, dass ein Spieler eventuell auch Arminia Bielefeld noch verlassen könnte? Ja, also ich würde erstmal nichts ausschließen. Ne? Neuzugänge und auch Abgänge kann es natürlich immer geben. Deswegen, wenn ich jetzt irgendwie die Regel vorschieben würde, wäre es, glaube ich, relativ unklug, weil Fußball ist auch immer dynamisch. Und deswegen kann es natürlich auch sein. Dann wünsche ich eine gute Heimreise und wir sehen uns wieder in Bielefeld. Danke. Dankeschön. Gut, ciao.